Ja, willkommen zum ersten Part der Serie Game Development in Visual C Sharp mit XNA Framework. Ja, das Ganze bedeutet, wir entwickeln ein Spiel, was auf Windows läuft, jedoch mit einem Xbox 360 Controller gespielt werden kann, je nachdem, wie wir es programmieren. Das Ganze basiert, wie schon gesagt, auf dem XNA Framework. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Hier, also es gibt. Man kann mit dem XNA Framework Windows-Spiele programmieren und Xbox 360-Spiele. Man kann auch Spiele programmieren für einen Microsoft MP3-Player, den absolut niemand benutzt, und für das Windows Phone, was eigentlich auch keiner benutzt, deswegen ist es uninteressant für uns. Aber eben für Xbox, wer eine hat, kann dafür ein Spiel schreiben und es dann auch veröffentlichen, so wie man das vielleicht von Minecraft kennt. Oder eben direkt für Windows, was so gut wie eh jeder benutzt. Das Ganze hat den Umfang von einer normalen Entwicklungsumgebung, das heißt, man kann ein Programm schreiben, dafür auch Bibliotheken und so weiter. So, da das jetzt schon der zweite Versuch ist, habe ich das Ganze schon einmal gemacht. So, hier ist das Programm. Mal kurz starten. So, und ihr seht, hier ist ganz, ganz viel Zeug drinne, was man eigentlich nicht braucht. Zum Beispiel die ganzen Kommentare, die brauchen wir nicht. Ach, Kacke, meine Tastatur klemmt manchmal. So. Game. So. Genau so war das. Und. Naja. Also, was macht das Programm erstmal? Wir haben einen Graphics Device Manager. Das heißt, eine Klasse oder ein Gerät zum Verwalten unserer Bildschirme und des, also praktisch des angezeigten Bildes, des kompletten Fensters. So, das ist der Graphic Device Manager. Ja, dann haben wir ein Sprite Badge, darauf kann man dann zeichnen. Damit hat praktisch alles früher angefangen. Man hat früher nur auf eine Sprite Badge gezeichnet und das greift das wieder auf. Damit kann man 2D-Sachen sehr gut machen: drehen, skalieren, transformieren allgemein. Und dann kann man das da halt einfach drauf machen, also Bilder und ähnliches. So, dann wird die Sprite-Patch im Load Content erstmal initialisiert. Da werden dann auch Spielerklassen und ähnliches kann man dort laden im Load Content. Also alles, was nicht zum Zeichnen ist, alles, was nur berechnet ist. Naja, Unload, nee, Quatsch, genau falsch rum. Initialisieren ist alles, was nur gerechnet wird, und Load Content sind dann eben zum Beispiel Bilder, zum Beispiel alles Mögliche. Also Bilder und Grafiken vor allem. Auch wenn es irgendwelche 3D-Texturen oder irgendwelche Game-Sounds sind, dann werden die im Load-Content geladen. Und wenn davon irgendwas unloaded werden muss, weil man wegen mir eine Grafik oder so, angenommen, ihr möchtet eine Spielegrafik zeichnen, ihr möchtet ein Programm machen, was so wie GIMP einfach ein Bild bearbeiten lässt, dann würde im Unload-Content das alles gespeichert werden und so weiter. Und im Load konnte das dann natürlich erstmal geladen. So, in der Update-Methode updatet man Rechnerisches. Das heißt, praktisch, wenn man wieder ein Spiel nehmen will, wird dort Bewegung gemacht. Und im Draw wird das Ganze erst gezeichnet. Das trennt man aus den Gründen, dass man dadurch aufsplitten kann, was muss der CPU machen und was muss die Grafikkarte machen. Und das ist so für den PC einfacher zu verarbeiten und vor allem schneller. So, ich kann das Programm ja schon mal starten. Dann sehen wir ein schönes blaues Fenster, wo, wenn wir reingehen, unser Mauszeiger versinkt. Nun gibt es direkt eine Einstellung, womit der Mauszeiger wiederkommt. Ich habe aber vorhin bei einem Test schon mal festgestellt, dass man das Ganze auch mit einem richtig schönen grafischen Effekt machen kann. Und zwar nehmen wir uns dafür eine Texture 2D. Nennen die, was weiß ich, einfach mal Maus Bild und können das Ganze so schon mal dort fertig hinschreiben. So, dann, wir müssen nichts rechnen, doch wir rechnen auch etwas, und zwar haben wir eine Variable. Wir nehmen Integer oder Double, wir nehmen Double X und Double Y für die Mausposition, und es bekommt einfach standardmäßig mal den Wert 0. So, und das Ganze wird in der Initialisierung, wird da, glaube ich, erstmal nichts gemacht. Im Load Content
wird der Textur ein Wert zugewiesen. Nun könnten wir entweder uns irgendwie ein Bild zeichnen und das Ganze dann über den Game Content machen. Das zeige ich euch allerdings später. Wir machen das Ganze erstmal zu Fuß. Das heißt, wir sagen ein Array von Color. Also wir wollen verschiedene Farben in einem Bild haben und das wird in einem Array angegeben. Das Ganze nennen wir Data. Ist gleich. So, Arrays werden in C-Sharp so angegeben mit geschweiften Klammern und dann der Inhalt. Und zwar soll das Ganze schwarz werden. Color.black. So, viermal das Ganze, Color.black. Und vorher geben wir der Textur noch einen Wert zu. Wir haben es ja noch nicht initialisiert. Das Mausbild. Mausbild ist gleich New Texture2D. Und ich glaube, der erwartet ein Graphic Device. Also Graphics. Jetzt muss ich kurz nachgucken. Device. Get Device, was glaube ich. Ne, Graphics Device, so rum. Wir haben 2x2 Pixel, 2,2, praktisch die ersten beiden und die letzten beiden. So, Semikolon dahinter, fertig. Und dann sagen wir einfach Mausbild.setData. Wir haben das Ganze vom Typ Color. Und dann haben wir in der Überladung einfach nur einmal Data drinne, fertig. Es gibt auch noch mehr Überladungen. Ja, noch mit Startindex und dann dem Element, Anzahl und so weiter. Das brauchen wir aber alles gerade nicht. So, damit haben wir schon mal etwas geladen. Das Ganze muss nicht entladen werden. Wir öffnen ja keinen File-Stream oder ähnliches. So, in der Update-Methode sagen wir x ist gleich Maus.getState. Das GetState wird uns auch bei der Tastatur und bei dem Gamepad begleiten. Also hier basieren alle Eingabegeräte auf Starten. Also auf einem Status. Das heißt, die Maus wird in dem Moment, wo sie geupdatet wird, nicht irgendwie, wie man es vielleicht von Visual Basic kennt, in dem Moment, wo man die Maus zieht, wird einem Wert in irgendeiner Funktion, wird irgendeine Funktion aufgerufen oder so, sondern hier muss man praktisch updaten und dann wird die Maus ausgelesen, in welcher Position sie sich gerade befindet. Ja, ist einfach nur eine Konventionsfrage. So, Maus.getState.x, Semikolon nicht vergessen, und dann haben wir y ist gleich Maus.getState.y, so fertig. Dann haben wir hier unten einfach nur noch SpriteBadge.begin und dann unten SpriteBadge.end und dann schreiben wir in die Mitte SpriteBadge.draw. So, was wollen wir drawen oder zeichnen? Wir wollen, dass die Maus das Mausbild zeichnen und das Ganze an eine Position, und zwar die Positionen werden hier mit Vektoren angegeben, mit zweidimensionalen Vektoren. Das heißt, wir brauchen ein New Vector 2 und die hat als Überladung, hoffe ich mal, ne, Float, okay, nur Floats. Also sagen wir hier oben einfach Float X und Float Y. Der Unterschied zwischen Float und Double ist ganz einfach. Ein Float hat nur 32 Bit und ein Double 64 Bit für Nachkommazahlen. Ja, 64 Bit ist eh ein bisschen sehr viel und den Speicher kann man für anderes gebrauchen. Also machen wir das Ganze so. Nochmal kurz gucken. Der gibt, glaube ich, so und so nur ein Integer zurück. Ja, also ist das Ganze insofern egal. Okay, also haben wir hier X und Y und das Ganze kann ich euch gleich nochmal zeigen. Color.white nehmen wir hier. So, Semikolon. So, dann füllen wir das Ganze schon mal aus. Und dann sehen wir jetzt hier einen kleinen schwarzen Punkt. Ja, das ist jetzt noch nicht sonderlich groß. Wir können das Bild hier mal eben größer machen. Obwohl 10x10 wird wahrscheinlich ziemlich viel. Dann machen wir das Ganze hier mal eben mit einer Schleife. Also Data.
Color 100, nee, Color Data ist gleich New Color Array und zwar mit 100, nee, mit 10 mal 10 und dann sagen wir einfach for int i ist gleich 0, Semikolon i kleiner 10 mal 10, Semikolon i plus plus und dann sagen wir noch Data an der Stelle i ist gleich color Punkt color Punkt black. So, Semikolon. Hier könnten wir jetzt auch noch irgendwie sagen. Ne, könnten wir eigentlich nicht. Ne, das passt schon so. Man könnte jetzt hier noch zum Beispiel sagen Mausbild. Obwohl, damit hatte ich schon mal Probleme. Ich lasse es lieber so, wie es ist. So, das Ganze gespeichert. Und wir haben ein fettes Viereck. Fettes Quadrat. So. Naja, wenn wir jetzt hier klicken oder so, passiert noch nichts. Haben wir auch noch nicht implementiert. Okay, dann schließen wir das Ganze wieder. So, was haben wir heute geschafft? Wir haben uns das Grundgerüst des XNA-Frameworks für Windows angeguckt. Wir haben auch schon ein von der Maus abhängiges Viereck gemacht. Nochmal kurz zur Erklärung. Was wird gemacht, wenn gezeichnet wird? Wenn gezeichnet wird, wird erstmal das Graphic Device komplett mit blauer Farbe überschrieben. Cornflower Blue ist praktisch die Hintergrundfarbe, die ihr seht. Die nennt sich Cornflower Blue, zumindest bei Microsoft. Ah, das ist auch lustig. Man erkennt also wirklich, er nimmt den oberen, genau den Mauszeiger als Position, weil ihr jetzt vielleicht ganz klein einen schwarzen Balken in der Ecke sehen könnt. Das ist lustig. Okay. Cornflower Blue, dann beginnt die Sprite Batch zu zeichnen. Das heißt, die Sprite Batch wird auch erstmal gereinigt. Dann kommt meine Katze rein. Ja, geh mal gerade weg. Oh, so eine Diva. Muss ich direkt vor den Bildschirm postieren. So. Dann zeichnet die Sprite Batch, naja, unser Mausbild, was wir vorhin definiert haben. Und noch, was auch noch wichtig ist, der Load Content wird nur ein einziges Mal ganz am Anfang ausgeführt. Und deswegen wäre es relativ nutzlos, das in jedes Update oder so reinzupacken, weil das Mausbild muss nur einmal geladen werden. Naja, dann wird es an die Position XY geschrieben und dann bekommt es noch die Farbe White. So, was hat's mit der Farbe White auf sich? Naja, wenn wir das Ganze hier mal oben anstatt Color Black Color White machen, das Ganze da mal ausfüllen, dann müssten wir jetzt ein weißes Quadrat haben. Und wenn wir das weiße Quadrat jetzt hier mal einfärben mit Color.Green, dann haben wir das Ganze in Grün, obwohl es ja gerade eben noch weiß war. Das ist praktisch eine Art Einfärbung. Wenn ihr euch ein Bild von Mario oder so nehmt und das dann damit einfärbt, dann werden alle weißen Stellen grün, alle roten Stellen halt etwas grüner und so weiter. Und bei Black hat das, glaube ich, absolut keinen Einfluss. So, danach hört er auf die Sprite Batch zu zeichnen. Das heißt, wenn wir danach hier irgendwie machen, Sprite Batch.draw irgendwas, draw, hier nehmen wir uns einfach nochmal das da. Oder wenn wir das mit dem Beginn und dem End weglassen, dann sagt er uns direkt, ich will, dass vorher Sprite Batch Begin stehen muss. Und wir bekommen eine Fehlermeldung. Begin must called successfully before bla 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 und so weiter. Also das heißt, es will nicht ohne. Scheiße, ich hasse meine Tastatur. So. Naja, danach beginnt er nochmal base.draw mit GameTime. GameTime ist vielleicht auch noch relativ wichtig, das mal zu erklären. GameTime kommt aus der Mutterklasse. Und wenn wir irgendwelche Bewegungen haben, zum Beispiel bei einem Autorennspiel, soll es sich bewegen. Und soll sich ein Auto ganz gleichmäßig bewegen. Und der CPU oder der Prozessor, das Betriebssystem, ruft diese Game-Methode nicht regelmäßig auf.
Also mal ruft er die Game-Methode alle 20 Mal in der Sekunde auf, mal 50 Mal und mal 2 Mal pro Sekunde. Je nachdem, wie ausgelastet gerade das Betriebssystem ist mit anderen Prozessen, wird das hier nur relativ unregelmäßig aufgerufen und genauso der Update-Prozess. Und dann entstehen da manchmal unschöne Verzögerungen, indem das Auto dann irgendwie erst mit, sagen wir mal, 5 Pixeln pro Sekunde fährt, dann mit 20 Pixeln pro Sekunde, dann mit 1 Pixel pro Sekunde. Und um so etwas halt auszugleichen, gibt es die Game Time, wo wir dann halt mal eben gucken können, GameTime.elapsedGameTime. Und dann uns die Milliseconds oder so angucken können. Und naja, das lässt sich jetzt schlecht ausgeben, aber darüber könnte man dann gut gucken, wie lange ist es her, seitdem das letzte Mal ein Befehl ausgeführt wurde oder seitdem das letzte Mal praktisch das Auto verschoben wurde. Und darüber lässt sich dann sehr schön so eine Unregelmäßigkeiten ausgleichen. So, ich hoffe, ich habe alles Wichtige zum Framework soweit einmal kurz zumindest erwähnt. Damit sollte man auch schon kleine Minispiele basteln können. Und meine Katze muss auch noch einmal kurz schnurren. Genau. So, mit diesen Worten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.